machen. Und muss einmal die Facecam wieder. Ich auch. Ja, nicht nur du. Ich glaube, da warten sogar die ein, zwei Leute auch drauf. Kann ich auch mit Bits sein. Das geht leider nicht. Zumindest nicht mit Twitch-Bits. Was ich dann ab und an, nicht immer, aber irgendwann mal machen kann, sind zum Beispiel so Giveaways. Die könnte ich halt mal machen. Oder Verlosung halt. Das kann ich irgendwann dann auch machen. Vielleicht Ende des Jahres mal gucken. Da bin ich noch am Überlegen, wann und wie ich das am besten mache. So, jetzt kann ich hier aber das Licht ein bisschen. Bedarf aber dann noch einiges an Vorbereitung. Und ja, mal sehen. Mal sehen, was bei rumkommt. So. Jetzt möchte ich noch einmal kurz. Verlosung ist kostenlos. Wenn es irgendwann mal soweit sein sollte, vielleicht, aber ich glaube nicht. Ich glaube erstmal nicht. Dass so ein Cosplay kostet. Ein Cosplay kostet sehr viel. Also, das muss ich erstmal gucken, wie ich das am besten finanziere und hinbekomme. Und vor allem was. Ich will ja nicht dran aussehen wie so eine Presswurst. Weil selber basteln kann ich leider nicht. Ich bin kein Bastelmensch. Ich bin froh, wenn ich vielleicht meinen geraden Strich hinkriege. Und auch das ist meistens nur Zufall. Das ist, So. Ich will gerade mal gucken. Okay, warte, aber das da kann ich ablegen. Okay. Punkt Marie von Karneval. Nein. Nein, wirklich nicht. Nee, wenn, dann will ich schon irgendwas Cooles machen. Aber erstmal kommt noch ein bisschen Equipment für Twitch halt dazu. Was ich jetzt zusammen sparen will. Dann müssen natürlich noch die anderen Sachen da alles finanziert werden. Und ja. Dann mal schauen. So. Ja, ich weiß, jetzt geht's hier wieder. Ja, alles gut, alles gut. Meine Mods sind heute leider nicht da. Muss ich alles regeln. Und schon wie andere Frisur. Oh je, ja. Ja. Ich sehe hier nichts in dem dunklen Kabuff. Ich bin doch in der neuen Stadt angekommen. Jetzt muss ich auch eine andere Haarfarbe haben. Also, ne? Ja, beim Monster schaffen. Aber was? Quatsch. Ein Monster erschaffen.
da. Ach ja. Ich find's toll. Ach ja, ich find's echt schön. Oh, nur ein anderes Oberteil bleibt. Gut. Was habe ich jetzt hierfür? Ich wollte gerade sagen. Warum habe ich da jetzt plötzlich ein anderes Outfit? So, jetzt. Ja, schön. So, wo waren wir stehen geblieben? In Higashi, ne? Ja. Ich liebe diese Stadt. Gott, ist das schön hier. Ich will hier nie wieder weg. Also ja, ich muss ja eigentlich... Das ist also der Treffpunkt. Wir müssen auf alles gefasst sein. Bist du bereit? Ja, nee, eigentlich nicht, aber fast schon. Ich und für etwas bereit sein. Wann kommt er endlich? Oh, jetzt ist süß. Ich will den haben. Ich brauch den. Entschuldigung fürs Warten. Schnell, folgt mir. Gott, jetzt ist süß. Ich brauch den als Pet. Ich brauch den. Brauch das. Will das. Haben müssen. Was soll das? Wo ist das Schiff, von dem du gesprochen hast? Entschuldigung, Entschuldigung. Das Schiff ist längst verpfändet. Hierher, gnädigste Herrschaften. Hier sind die Hundpfötte, die über die Rubinsee nach Doma wollten. Wusste ich's doch. Ich hatte von Anfang an ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Mhm. Ich möchte den Trotz haben, das ist immer noch süß. Aber Geschäft ist Geschäft. Muss auch von was leben. Deine Ausreden höre ich mir später an. Oh.
Oh, du tut schon irgendwo schon wieder leid. So, der gibt erstmal Ruhe. Und als nächstes sind die Soldaten dran. Da bist du, ey. Meinst du mein Charakter war einfach nur mal den komischen Gummifisch da? Weil dann widerspreche ich. Bin kein Fischi. Ich würde ja sagen, den verspeise ich eher, aber ist echt kein Enkel zu essen. Das ist ja weniger. Darf man mal. Liegen sie. Oh nö, ich ahne was Fürchterliches. Nur zum Kampf eine Rauchbombe, um eine Verhaftung zu entgehen. Wenn du ein Deadlift angreifst, verlierst du den Kampf. Was? Okay. Das verkacke ich doch wieder. Es gibt so Sachen, die liegen mir einfach nicht. Das doch gehört dazu. Ich werfe einfach die ganze Zeit Rauchbombe. Glaube ich aber nicht. Die sind ja überall. Komm schon. Hä? Lass mich raten, ich muss von der anderen Seite ran, ha? Töchchen.
Ach ja, Moment, haben wir es doch ganz gut hingekriegt. Ja. Glück im Unglück. Versteckt euch hier und psst. Macht schon, sie können nicht weit sein. Hey, du Kröte, sind dir vier Ausländer aufgefallen? Darunter eine Frau mit Manneskräften, die einen Bewusstlosen wie einen Sack Kartoffeln über die Schulter trägt? Ach so, die, ja, unverschämt, haben mich einfach umgerannt. Haben sich nicht einmal entschuldigt, sind in diese Richtung weitergerannt. Ah, hab vielen Dank. Weiter geht's. Wir müssen die Unruhestifter fangen. Ciao. Alles in Ordnung. Die Kerle sind weg, suchen am falschen Ort nach euch. Ihr gehört doch zur Ostaldenart Handelsgesellschaft. Ich weiß, eine Abkürzung folgt mir. Abkürzung, hä? Die Damen und Herren des Bundes der Morgenröte sind wohlbehalten zurück. Man hat uns eine Falle gestellt. Ich wusste doch, dass wir diesem glitschigen Kerl nicht trauen dürfen. Er hat uns an die Galear verkauft. Falls er weiß, wo Yugiri und Kosetsu sind, werde ich es schon aus ihm herausprügeln, wenn er aufwacht. Diese Augen. Ich sage nur Bravo. Ich war schon in Sorge, weil doch an jeder Ecke Wachen der Sekisegumi lauern. Doch ich hätte wissen müssen, dass die Mitglieder des Bundes der Morgenröte jede noch so große Schwierigkeit mit Bravour meistern. Naja, ohne die Hilfe dieses freundlichen Kojin wäre die Sache wohl weniger günstig ausgegangen. Ich heiße Soroban. Sehr freut euch, kennenzulernen. Vielen Dank, Soroban. Wir stehen in deiner Schuld. Doch warum hilfst du wildfremden Personen und nimmst dafür sogar das Risiko in Kauf, verhaftet zu werden? Aus reiner Nächstenliebe würde ich ja gerne sagen, aber das wäre gelogen. Ich habe gesehen, wie Hancock euch empfangen hat in der Hafenkneipe. Ich dachte, ihr könntet mich ihm vorstellen. Dachtest du? Ach, du willst etwas von mir? Diese Brille, ey. Ja, wie du siehst, gehöre ich zum Volk der Kojin. Wir verdienen unser Geld durch Handel. Doch seit die Rotpanzer sich als Söldner für die Galear verdingen, laufen die Geschäfte nicht mehr gut. Die Händler in Kugane fürchten sich vor uns. Für sie sehen wir alle gleich aus.
Deswegen wollen wir nun auch mit Ausländern Handel treiben. Zum Beispiel mit der Ostaldenart Handelsgesellschaft. Ich verstehe. Hancock, denkst du, da lässt sich etwas machen? Du würdest uns einen großen Gefallen erweisen. Er hat uns das Leben gerettet. Aber selbstverständlich lässt sich da etwas machen. Wir sind immer daran interessiert, neue Handelspartner zu gewinnen. Je mehr, desto besser. Riesen Hancock. Oh, sehr schön. Ja, das ist cool. Ach ja, eure Freunde wollen doch zum Festland und suchen ein Schiff, oder? Ihr dürft auf meinem Schiff mitfahren. Wirklich? Vielen Dank. Zu einem solchen Angebot sagen wir nicht nein. Abgemacht. Gut. Ja, Mensch, dann haben wir sogar ein Schiff. Teures. Nee. Mit seiner Schonfrist. Der hat doch nie eine gehabt, großartig. Hier wurde ja direkt eine reingehauen. So niedlich. Vor allem diese Plätsch, Plätsch, Plätsch Geräusche. Also, oder eher Quietsch, Quietsch, Quietsch. So süß. Farbenfüll. Vor allem, ja, vorgestellt, ne? Wenn es meine Vorstellung gewesen wäre. Toll. Müssen wir ihn jetzt aus dem Gefängnis befreien? Okay, wer möchte mich begleiten? Ich kenne den Gefängnisbeamten dort, der mich, damit sie reden lässt, wenn man die richtigen Argumente kennt. Ja, Argumente, ne? Ich begleite dich. Daya und dies könnt ihr ebenfalls mitkommen. Mit euch würde ich mich sicherer fühlen. Alles klar. Das, was machen wir mit Yoro? Mir als Pet mitgeben? Vielleicht? Auf den werde ich so lange ein Auge haben. Das wird nichts. Sobald du Gesetz zu wohlbehalten sorgst, können wir ihn freilassen. Soban, darf ich dich bitten, das Schiff für eine sofortige Abreise vorzubereiten? Mach ich gerne. Seid ihr bereit? Dann lasst uns aufbrechen. Okay.
Wenn es sein muss. Aber ich könnte mich da eigentlich einfach mal hin teleportieren, ne? Hier hinten war ich ja schon. Türchen. Würdet ihr auf mich warten? Ich verspreche euch, es wird nicht lange dauern. Doch, toll. Dann warten wir. Ich weiß ja nicht, ob alles so einfach ist, wie Hancock sich das vorstellt. Warum dauert das so lange? Das ist ein schlechtes Zeichen. Kein Grund, nervös zu werden. Hancock ist Händler und durch und durch und fälscht bestimmt gerade um die Bestechungssumme. Ja, wahrscheinlich sitzt er in der Nebenzelle. Wir müssen geduldig sein. Im Fernosten ist alles ein wenig anders. Nicht wahr? Ich weiß, ist nur, wenn Gesetz in der Nähe ist, weiß man nie, was als nächstes passiert. Diese Stimme, das ist doch... Jede Wette, dass es Gosetsus Stimme war. Ich gehe nachschauen. Warte! Dann halt nicht. Wir müssen ihr folgen. Dann halt nicht. Oh nein. Der Punkt geht an den Gefangenen. Damit steht es 10-0 für mich. Ich habe gewonnen. Gosetsu. Liesel, du hier? Doch wie und warum? Das würde ich dich gerne fragen. Wir haben überall nach dir gesucht. Wie? Was? Vor lauter Fragen schwirrt mir der Kopf. Am besten jeder erzählt der Reihe nach, was vorgefallen ist. Gestattet, dass ich den Anfang mache. Ich wüsste es aber auch gerne. Ich möchte nicht nur die Zusammenfassung hören. Habe ich das richtig verstanden? Du bist also mit galeischen Soldaten aneinander geraten und wurdest dann von Wachen der Sekisegumi verhaftet? Und jetzt misst du dich mit denselben Leuten, die dich verhaftet haben, im freundschaftlichen Schwertkampf? Ja, sie haben mir versprochen, mich freizulassen, wenn ich den Schwertkampf gewinne. Und ich, Gosetsu, habe den Sieg davongetragen. Ihr seid doch ein Mann der Ehre und lasst mich frei, oder? Wir halten unser Wort. Du bist ein freier Mann, unter der Bedingung, dass du dich von nun an ruhig verhältst. Ich gebe zu, ich habe dich unterschätzt. Doch ich hätte wissen müssen, dass man einen Samurai-General nicht so ohne weiteres im Schwertkampf besiegt. Respekt. Ich habe gerade die Freilassung des Gefangenen erwirkt und jetzt sehe ich, dass er schon frei ist.
Ja, wir können also aus dem Fall mal nichts für. Ja, toll, und er lacht sich schlapp, ey. Ja, dann brauchen wir ja nur noch Yugiri. Warte. Bin ja schon wieder aufgestiegen. Wird das nicht mit guter Rüstung benutzen können. Euer Treue rührt und beschämt mich. Ich hatte ja keine Ahnung, dass ihr so verzweifelt nach mir sucht. Es erscheint undenkbar, dass ich mich selbst befreit habe. Ach Unsinn, du konntest schließlich nicht wissen, dass wir in Kugane sind. Du wolltest doch mit dem Schiff nach Doma. Wir haben einen Kapitän aufgetrieben, der vertrauenswürdig ist und uns im Festland übersetzen wird. Hervorragend. Dann lass uns rasch zum Handelshaus zurückkehren. Alfino und Tataru erwarten uns bestimmt ungeduldig. Ach ja. Ich muss den Weißmagier unbedingt noch weitermachen. So. Kann ich mich ja mal hindingseln. Geht so jetzt etwas schneller. So. Hi. Ich hab einmal betreten. Dieser Fisch, ey. Solange er nicht wieder vor Hunger umfällt. Und ihre Prinzen. Blutig ist auch gut. Na gut, vielleicht nicht unbedingt in dem Sinne. Und lass mich raten, wir müssen jetzt auch gleich dann nach diesem Prinzen suchen. Ja?
Ja, dürfen wir jetzt endlich... Ja, dürfen wir endlich unsere Gegend erkunden? Also ich finde die Stadt wunderschön, aber ich würde auch gern ein bisschen... Guck mal, was tut hier. Gott sei Dank, Alfino bleibt zurück. Dann muss ich dir nicht mehr ertragen. Das ist so schön. Und wehe, du machst wieder irgendeinen Unfug. Dann setzt es was. Endlich eine Schifffahrt. Schickes Outfit. So, wo muss ich hin? Wir können einmal zum Gasthaus reisen. Und von da aus zum Pier. Soroban. Bin ich auch bereit? Jipp. Kann losgehen. Der Karte. Oh nein, das passiert da schon wieder. Oh. Kann doch nichts Gutes sein. Beim letzten Mal war es so ein komisches Geisterschiff. Im Westen der Kontinent Otard. Im Osten das Land Hengashi. Und dazwischen die Rubinsee. Okay, wir sind sicher angekommen. Sieht nicht aus, als wenn wir da auf offenem Meer wären. Ihren Namen verdankt sie dem atemberaubenden Anblick bei Tagesanbruch. Wenn die Sonne morgens über dem Meer aufgeht, färbt sich der Horizont in einem satten Rot. Und so stachen wir in See. Unser Ziel? Das Südufer von Otard. Der Kontinent, auf dem Burg Doma liegen sollte. Diese Säule ist aber jetzt bitte nicht die Burg. So. Dann gehe ich einmal ganz kurz um aufs Klo. Gucke mal, ob draußen alles in Ordnung ist. Bei den Bauarbeiten. Ob die da noch irgendwas brauchen. Da bin ich gleich in 5 Minuten wieder da. Bis gleich.